Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ich habe mir eben kurz einen neuen Kaffee gemacht und einen Hustenbonbon auch noch genommen, weil ich merke, ich werde langsam krank. So, aber ich hoffe, das stört nicht. Und wir wollen jetzt ein Gespräch von ihm uns anhören. Also, meine Familie hat mich als Kleinkind ausgesetzt. Und nein, ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich war schwach, schmächtig und immer kränklich. Es war unwahrscheinlich, dass ich 5 Winter überlebt hätte. Erinnert ihr euch an eure Familie? An irgendetwas? Nur an Bruchstücke. Und das findet ihr in Ordnung? Das ist grausam. Ach, Schwachsinn. Mich zu behalten hätte bedeutet, die ganze Familie zu gefährden. Das ist nicht grausam, das ist einfach nur die Realität. Grausam ist etwas anderes. Grausam sind Menschen, die Leid verursachen, das vermeidbar gewesen wäre. Oder weil es ihnen Spaß macht. Sadisten wie dieser Abschaum Kalian, Lustmörder. Oder Sektenoberhäupter, die für ihre Religion bereit sind, über Kinderleichen zu gehen. Das ist trotzdem grausam. Aber wie habt ihr überlebt? Tja, durch Leto. Er muss damals 6 gewesen sein, ich vielleicht 4 oder 5, ich weiß es nicht mehr. Er hat mich in der Gosse gefunden und aufgenommen. Vielleicht ist euch nicht klar, was das bedeutet. Ein Straßenkind hat so schon kaum Chancen, alleine in der Unterstadt zu überleben. Aber Leto war das egal. Er hat mich gesehen und aufgenommen, mich in seinem Schlafsack schlafen lassen und sein Brot mit mir geteilt. Ich verstehe es bis heute nicht. Wo seid ihr untergekommen? Im Kanal. Heute ist er voll von Halsabschneidern, Räubern und Vergewaltigern. Damals gab es noch geheime Ecken und Tunnel, in denen man sich als Kind verstecken konnte. Die guten alten Zeiten. Was war seine Geschichte? Warum war er alleine? Das weiß ich nicht. Er wollte nie darüber reden. Selbst später im Waisenhaus nicht. Ich nehme mal an, die Einkehr gab es damals doch noch nicht? Doch, aber dort gab es auch nicht unendlich Platz. Neue Betten wurden immer nur dann frei, wenn ein Waisenkind 12 Winter alt und wieder auf die Straße gesetzt wurde. Oder natürlich, wenn eines starb. Was sie hatten, war eine Liste. Man konnte sich darauf vermerken lassen. Und jedes Mal, wenn ein Platz frei wurde, wurden die Waisen in die Glimmerstaubgasse gerufen und die Liste von oben nach unten abgelesen. Hatte etwas Schicksalhaftes, diese Ankündigung. Das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Als Leto 8 und ich 7 war, hatten wir Glück und bekamen beide ein Bett. Wir waren insgesamt 5 Jahre dort. Und einen Mond vor der Entführung, kurz vor seinem 12. Geburtstag, schwor ich ihm, dass ich mit ihm gehen würde, wenn er nächsten Monat die Einkehr verlassen müsste. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Aber der Gedanke, dass er wieder auf den Straßen wäre und ich immer noch in meinem Stockbett, das ging mir einfach nicht in den Schädel rein. Und Leto war einverstanden mit eurem Plan, ihm zu folgen? Natürlich nicht. Er hat mich einen Spinner genannt. Zu Recht vermutlich. Ich war nach wie vor ein Schwächling und immer wenn es Winter wurde und die Kälte in den Boden zog, kam mein Husten wieder. Ich hätte keinen Mond dort draußen überlebt. Aber trotzdem, wäre es so gekommen und Leto gegangen, ich wäre ihm gefolgt. Keine 7 Pferde hätten mich davon abbringen können. Und wie war das Leben im Waisenhaus? Friedlich. Es fühlt sich komisch an, das zu sagen, aber wenn ich ehrlich bin, waren die Jahre in der Einkehr die einzig wirklich schöne Zeit in meinem Leben. Klar, es war kein Zuckerschlecken. Essen gab es nur wenig, weil sich das Waisenhaus nur die Schenkungen am Leben hielt. Und natürlich mussten wir anpacken. Putzen, kochen, den Garten pflegen. Aber dennoch, wir hatten ein Zuhause. Zumindest dachten wir das. Laut den Dokumenten wart ihr nicht die ersten Kinder, die Shagun an den Vater verkauft hat. Habt ihr damals schon gemerkt, dass etwas nicht stimmte? Damals nicht. Aber im Nachhinein gab es ein paar Dinge, die uns eigentlich hätten auffallen sollen. Zum Beispiel war da dieses Zwillingspaar, 2 Mädchen. Eines Morgens sind wir aufgewacht und sie waren einfach weg. Shagun verlor kein Wort darüber, wo sie geblieben waren. Wir dachten, es war, weil sie trauerte. Jetzt weiß ich es besser. Und dann kam die Entführung. Ja, die Entführung. Wisst ihr, ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern geschehen. Es war ein anstrengender Tag gewesen und ich hatte wieder meinen Husten. Leto diesmal auch.
Shagun löschte die Kerzen und wir schliefen ein. Und dann plötzlich waren sie da, vor unseren Betten. Wir schrien, strampelten, versuchten uns zu wehren, aber es half nichts. Auch Onkel Nailak war dabei und half den maskierten Männern, uns ruhig zu stellen. Shagun, der Koch, der Gärtner, sie haben einfach zugesehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie standen da und haben einfach zugesehen. Den Rest der Geschichte kennt ihr. Wir bekamen Säcke über den Kopf gestülpt, wurden auf einen Karren geworfen wie Vieh auf dem Weg zur Schlachtung. Dann Schwärze. Die nächste klare Erinnerung ist, wie ich auf einem Haufen toter Körper in der Leichengrube wieder aufwache. Die anderen Kinder habt ihr nie wieder gesehen, Leto? Nein. Natürlich habe ich den Leichenhaufen durchsucht, so gut es mir eben möglich war. Aber da war nichts. Niemand. Ich glaube, Leto sehen wir wieder. Es war echt, versteht ihr? Leto und ich, wir waren füreinander da, trotz allem. Er war mein bester Freund. Mein Bruder. Meine Familie, verdammt nochmal. Die einzige, die ich je hatte. Und jetzt ist er tot. Und wahrscheinlich wurde seine Leiche von den Ratten gefressen, wenn der Vater denn noch etwas von ihm übrig gelassen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch nur ansatzweise vorstellen könnt, wie sehr ich diesen Menschen hasse. Er ist das Böse. So einfach ist es. Aber habt ihr denn wenigstens nach ihm gesucht? Haltet ihr mich für einen Idioten? Natürlich habe ich nach ihm gesucht. Wochen, Monate, Jahre. Aber niemand hatte ihn gesehen oder wusste überhaupt, wen ich meinte. Und seither seid ihr ohne Rückendeckung unterwegs? Rückendeckung? Ich glaube nicht mehr an Rückendeckung. Schaut euch doch mal um. Dieses Krebsgeschwür, das wir unsere Welt nennen. Was ist sie denn, wenn ihr euch den ganzen Glitzer wegdenkt? Ein Ring. Eine gottverdammte Arena. Jeder ist nur auf sein Überleben und seinen eigenen Vorteil aus. Und dafür ist man bereit, alles zu tun. Lügen, stehlen, morden und seines Kinder. Und jetzt? Jetzt sprechen sie vom roten Wahnsinn, als wäre irgendetwas plötzlich anders, als es all die Zeit über schon gewesen ist. Freundschaft ist ein Privileg der Jungen und der Narren. Leto hat immer an das Gute im Menschen geglaubt. Daran, dass alles besser wird, wenn man nur lange genug durchhält. Und schaut, was es ihm gebracht hat. Und Liebe, hattet ihr jemals eine Gefährtin oder einen Gefährten? Was schert euch das? Ich finde euch interessant, deshalb die Frage, Neugierde. Weil Liebe eine Menge Rückendecken geben kann? Komm, wir sagen das hier mal. Ah, und dieser Ort erscheint euch wie der passende Moment für einen Vorstoß. Ihr habt Humor, das muss ich euch lassen. Mist. Wenn ihr mich fragt, gibt es kaum etwas Oberflächlicheres auf dieser Welt als Liebe. Auch wenn das gemeine Volk das nie wahrhaben wollen würde, wenn sie mal wieder mit ihren belämmernden Gesichtsausdrücken den Barden und Dichtern lauschen. Warum ist Liebe oberflächlich? Sagen wir es so. Stellt euch einen Mann vor, der in ein Feuer gerät. Es verbrennt sein Gesicht vollständig und verwandelt ihn in ein Monster aus den Kindermärchen. Was denkt ihr? Wird es dieser Mann sein, dem sich die Frauen in ihren Träumereien vom Hüter in strahlender Rüstung vors Auge rufen? Manche vielleicht, ja. Aha. Die Liebe, von der ihr sprecht, das ist nicht mehr als eine einfache Gleichung. Habt ihr Schönheit, Geld oder Macht, kommt ihr vielleicht in ihren Genuss. Falls nicht, viel Spaß. Einer der wenigen Punkte, in denen ich mit dem Ralas übereinstimme. Das ist Schwachsinn, ich habe echte Liebe erlebt. Dafür, dass euch Liebe und menschliche Bindung so egal sind, scheint ihr euch viel damit auseinandergesetzt zu haben. Und was mit Leto? Habt ihr ihn nicht irgendwo auch geliebt? So brüderlich oder so? Ja, aber nicht körperlich. Leto war mein Bruder. Aber wenn ihr so etwas nie erlebt habt, wisst ihr ohnehin nicht, wovon ich rede. Dafür, dass euch Liebe und menschliche Bindung so egal sind, scheint ihr euch viel damit auseinandergesetzt zu haben. Mann, was für ein dämlicher Kommentar. Ja, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und bin dadurch zu meiner Meinung gekommen. Das eine schließt das andere nicht aus. Okay, aber komm, ich sag das ja auch mal, das ist Schwachsinn, ich habe echte Liebe erlebt. Ja, weil ihr passabel ausseht und eine gute Leinwand für die Tagträume mancher Frauen oder Männer abgebt. Glaubt ihr wirklich, da ging es um etwas anderes?
kommt schon. So dumm seid doch selbst ihr nicht. Doch, ich bin dumm. So, und danke für das Kompliment. So, aber okay, ich glaube, das geht eher an meinen Charakter. Hätte er das auch gesagt, so hätten wir einen richtig hässlichen Charakter erstellt. Dann haltet ihr Liebe für eine Illusion? Nein, nur für eines der banalsten Gefühle, zu denen wir imstande sind. Ganz ehrlich, für mich klingt das, als hätte sein Tod euch gebrochen. Tja, alte Geschichten. Das Leben bestraft Idealisten. Es gibt auch gute Menschen da draußen, das könnt ihr mir glauben. Dass Leto tot ist, hat doch nichts mit seinen Überzeugungen zu tun. Ich versuche das hier mal, ich hoffe... Nein? Dann hat das Leben einen beschissenen Sinn für Humor. Das hat es auf jeden Fall. Es gibt aber auch gute Menschen da draußen, das könnt ihr mir glauben. Natürlich. Ihr müsst es ja wissen. Oh, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Alte Geschichte, das Leben bestraft Idealisten. Das ist leider auch wahr, aber das hier auch. Ich will ihn jetzt nicht noch mehr verletzen oder so. Wir haben bei ihm keine so hohe Sympathie. Ich würde das hier vielleicht machen. Vielleicht ist er dann zugeneigter? Ja. Weiß das zu schätzen, okay. Aber wisst ihr was? Dieses Alleinsein, es stört mich nicht. Im Gegenteil. Weil man, wenn man auf sich gestellt ist, unverwundbar ist. Das Schlimmste, das man dir antun kann, ist dich zu töten. Und wenn das passiert, kann es dir ohnehin egal sein. Freunde, Familie, Liebe. Sie machen dich erpressbar, verletzlich. Von daher ist es für mich ganz einfach. Wenn der Vater mich tötet, bin ich gescheitert. Aber zumindest wird es niemanden geben, der mir nachweinen muss. Keine Witwe, keine Kinder, keine Freunde. Ein sauberer Schnitt. Angenommen, unser Plan geht auf und wir töten den Vater und überleben. Was dann? Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. Und was wäre, wenn ihr noch einmal jemanden wie Leto findet? Es gibt niemanden wie Leto. Und selbst wenn es anders wäre, ich würde Abstand halten. Die Zeit dafür ist vorbei. Ich habe wieder verkackt bei ihm. Wofür lebt man dann überhaupt noch? Gerechtigkeit. Naja, wie auch immer. Wir haben genug Zeit mit Plaudern vergeudet. Es könnten Stunden sein, bis der Vater sich entscheidet. Tage oder aber, wenn wir Pech haben, Wochen. Ich werde einen Boten schicken, wenn ich etwas erfahre. Und falls irgendetwas Unerwartetes passieren sollte, treffen wir uns in meinem Versteck. Ich werde jeden Tag gegen frühen Abend dort noch euch sehen. Bis dann. Gut, dann warte ich auf eine Nachricht von euch. Tut das. Ich will ihn verstehen, aber irgendwie... Auf eine Kontaktaufnahme der Relata warten. Ich will ihn verstehen, aber irgendwie verletze ich ihn damit. Er scheint auch echt schwer zu sein. Ich glaube, manche Menschen sind auch wirklich so. Aber sagen das aber auch nicht so direkt, wenn sie verletzt werden oder sowas. Aber die andere Ansichten haben, weil die verletzt wurden oder denen ihm was genommen wurde. Irgendwie... Tarael tut mir doch irgendwie leid. Sehr sogar. Ich will ihm ja helfen. Aber alles, was ich mache oder sage, verletzt ihn nur. Geht weiter. Okay, jetzt ist nur die Frage, wie sieht das dann eigentlich mit Esme aus? Einen Tag warten. Wo geht's raus, da lang? Nee, das geht zum Arenaplatz. Ich will zur Hauptkaverne. Wo geht's nochmal lang?
Hier entlang, okay. Die Unterstadt ist aber auch ein echtes Labyrinth. Ne, Marktplatz. Hauptkaverne, wo? Hier, Ark. Kann ich überhaupt was geben? Danke, ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Kein Thema. Vielleicht kann sie dadurch auch ihr Schattengeld bezahlen. So. Jetzt müssen wir auf Esme warten. Schreitet wohl! Schreitet wohl! Madame? Monsieur? Gebt auf euch acht, Madame. Die Straßen sind um die Zeit gefährlich. Um die Zeit sind die Straßen gefährlich? Okay, was passiert denn hier? Was passiert denn hier um diese Uhrzeit? So, ich würde dann hier wirklich mal schlafen. 12. der Hungertage. Dem eigentümlichen Traum entkommen? Was? Wer ist das? Die Dämmerung naht. Sucht den ersten Seher. Mit dem ersten Seher sprechen. Optional Tariel von dem Traum erzählen. Okay. Das war jetzt unerwartet. Naja. Erstmal am Myradenturm im Düstertal treffen. Ja, machen wir später. Willst du dich nach magischen Geheimnissen? Auf diese verdammte Matrosin ist einfach kein Verlass. Wie lange soll ich denn noch auf diese Lieferung warten? Obwohl, ich kann Tariel davon erst abends, früh abends erzählen. Der ist nur dann irgendwie in seinem Versteck. Ich guck mal, ob er vielleicht doch jetzt schon da ist. Schreitet wohl! Schreitet wohl! Tariel? Er ist nicht da.
Benötigt einen Schlüssel. Okay, dann machen wir erstmal das mit Esme. Und dann, wenn es hoffentlich Abend ist, reden wir mit Tarai. So, apropos Esme, an welchem ist sie? Esme am Juranturm, am Düstertal. Okay. So, dann fliegen wir mal dahin. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Ich werde mit den Miraden fliegen. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Dünenheim, Düstertal. Vor der Ära Asatorons, Juran vom Düstertal gefunden. Hi Esme! Da bist du ja. Puh, du hast keine Ahnung, wie froh ich bin, dich zu sehen. Dieser Ort hat was, was mir gar nicht gefällt. Shailan Gor. Neue Gewandung? Shailan was? Ach so. Shailan Gor ist eine Art eterner Legende. Oder besser gesagt ein alter Glaube. Bedeutet übersetzt so viel wie, der Tod ist nicht das Ende. Kurz gesagt, immer wenn eine Seele diese Welt verlässt, lässt sie einen Teil von sich zurück, ein Echo. Und je nachdem, wie diese Person gestorben ist, fühlt sich dieses Echo an. Und dieser Ort... naja... Interessanter Gedanke. So kann man es auch nennen. Wie sieht's aus? Wollen wir los? Übrigens, neue Gewandung? Was? Ah, ja, natürlich. Ich dachte mir, wenn wir durch verlorenen Wälder spazieren, kann etwas Schutz nicht schaden. Okay. Ja, gehen wir. Weißt du, wo Burg Fallstern ist? Ja. Ja, ich habe eine alte Karte bei diesem Kauz im Adelsviertel gefunden. Gaboff, oder wie er heißt. Hier. Dort in etwa sollte sich die Burg befinden. Ich schlage vor, du gehst voran. In Ordnung? Okay. 4 Sterne. Ich speichere vorsichtshalber auch nochmal. So, welche Richtung? Richtung Süden, okay. Burg Fahrstern, ach so. Wie kommt es, dass wir hier noch gar nicht waren? So, euch schafft locker. Leben. Wir gehen auf Leben. So, wir müssen jetzt aber auch immer noch vom Schlechter vom Ark Buch 1 und Buch 3 finden. Beschriftetes Papier. Begleiche deine Schuld. Die wurden hier einfach verbrannt, oder wie? Ah,
Aspen wird auf uns warten. Ja, super. Kommt man da rein? Alter Kanal entdeckt. Ah, okay. Hier ist eine Eispranke versteckt. Und sie folgt uns nun wieder. Und von hier aus dann Richtung Westen. Kommt hier irgendwas auf uns? Natürlich muss hier ein anders sein. Und noch ein Verlorener. Geschafft. Ambrosia nehmen wir mit. Apropos, 11%, okay, das geht noch. Was? Achso, ihr müsst ein Bett suchen, um zu rasten. Gibt es da auch noch was zu finden, zu looten? Irgendwas? Apropos, warte mal. Nicht. Wo waren das hier? Ach so, Sienta, Sinistra, Psionische Splitterstufe 2 haben wir jetzt zweimal. Das ist ein Gegner in Rateverfall, Psionik verstärkt Dauer und Wirkung. Höhere Stufen erlauben es, auf stärkere Gegner zu wirken. Kostet einmal einen Erinnerungspunkt. Wir haben zwei Erinnerungspunkte. Buch 4 Asche haben wir noch einmal. Ich hätte jetzt Buch 1 und Buch 3 wieder. Und eine Windwurz. Den haben wir noch nicht. Zauber lernt Toten auch Rang 3. Ist das ein Gegner oder? Da ist ein Gegner. So. Ja, erstmal, ihr könnt dann ruhig warten. Zur Bauernküste. Ruhmpfeile. Das ist jetzt der Kanal, ne? Ah, ne, zwei Angeister. Perfekt. So, was haben wir hier? Handschuhe des Kampfmagiers. Silberstahlschwert des Frostzorns.
Groschen. Sternlingshelm des Meisterschmieds. Golderz. Was gibt's im Sarg? Alter Stoff. Und diese Schlüsselexperte. So, Krusten. Eine Eisblende. Und wir gönnen uns mal ein Krustenbrot. So, erstmal, ich bin fertig. Wir können weiter. Warte mal. Sternlingshandschuhe. Kann man da runter? Rein theoretisch? Oder rein? Da hinten sind Banditen. Wo genau sind wir jetzt? Kloster Westgard. Ah, wir sind wieder beim Kloster. Okay. Aber gut, wir gehen lieber wieder zu Esme und erfüllen das, was deswegen wir ja mit ihr unterwegs sind. Apropos, wo ist die Straße? Vielleicht nochmal kurz speichern. Ich sehe da wieder einen Ahnengeist. Gab es Erfahrungspunkte? Oh nein, nicht so einer. Nein. Kann ich mich irgendwo verstecken? Wo ist er? Irgendwie irgendwo, wo es weiter nach oben geht? So. Mit dem Bogen. Da ist er. Erwischt. Ist gut, dass erstmal da unten ist. Dann kann sie die alle hier rauslocken. Oder wenn wir hier so sind. Wir müssen diesen Fürsten zuerst loswerden. Weil der haut uns auf einen Schlag zu klump. Folgende Frage. Können wir eigentlich die Skarab-Rüstung auch verbessern? Ich lock die mal hier hin.
Der haut die ganze Zeit wahrscheinlich auf Esme drauf. Jo! Wir haben es geschafft! Nehmen wir mit, können wir verkaufen. So, ich glaube, wir gönnen uns noch ein Krustenbrot. Und speichern vorsichtshalber. Geblieben. Geht mir auf den Sack. So, wo ist der Eingang? Gibt's hier noch was? Ich hoffe, ein fehlendes Buch vom Schlechter vom Ark. Leider war hier kein Buch. Oh ne, ein Bär. Esme, ich erlaub dir den Vortritt, ja? Okay, komm, egal. Da ist ein Armgeist, oder? Nee. Aber das ist der Weg, glaube ich. Schild zeigt ja in diese Burg Fallstern. Zeigt ja in diese Richtung. Waren wir hier nicht schon mal? Ja, hier waren wir schon mal. Hatten gegen irgendwelche Anomalien gekämpft. Esme? Folgt euch nun wieder. Ist das der Fall? Das ist doch der richtige Weg. Das hier führt doch zu Fallstern. Hier. Wir sind da. Vorhin sind schon Geister. Ja, erstmal seh zu, dass du hier hochkommst. Ja, dir hier den Weg frei machen. Ach, der lebt immer noch.
Esme? Wo bleibt sie denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo die rumspaziert. Da unten. Ich verstehe nicht, was sie da jetzt für ein Wegfindungsproblem hat. Beziehungsweise mir eins macht. Wir sind doch da. Ist doch nicht ihr Ernst. Sie will jetzt auf mich warten. Wir sind hier. Hier ist doch Bob Fallstern. Ist doch nicht ihr Ernst. Ja, dann warte auf mich. So. Neuer Ort entdeckt. Dann wollen wir mal. Ja, wird auch langsam Zeit. Benötige einen Schlüssel. Scheiße! Aber in einer Schattenfalle. Das war wieder so ein magischer Wächter, oder? Ja, sieht so aus. Er scheint auf deine Berührung der Tür reagiert zu haben. Hm, dann ist das wohl eine Art Schutzmechanismus. Wir... Oha. Was war das? Die Münze aus dem Anwesen. Sie hat auf das Kraftfeld reagiert. Das heißt zumindest, wir sind auf der richtigen Spur. Dann mal rein. Meine Rede. Okay, den kann ich nicht looten. Ich bin nervös da drinnen jetzt. Ganz schön finster. Warte. Ja? So, besser. Geh du voran. Okay. Miles, Grüße. Ich nehme an, das ist die siebte? Ja. Willkommen, Schwester. Du ahnst nicht, wie glücklich es mich macht, dich zu sehen. Danke. Kommt mit. Nadan wird gleich wieder aus den Tafeln lesen. Alles in Ordnung? Warum bist du stehen geblieben? Ich hatte wieder eine Vision. Dalmersa und Tara waren hier. Eine Frau hat sie empfangen. Hm. Was hat sie gesagt? Dass Tara die siebte sei und dass jemand von den Tafeln lesen werde. Tafeln? Wahrscheinlich eine Art Predigt. Wie auch immer, wir sollten weiter. Mit etwas Glück sind sie noch hier. Esme, dieser Ort ist verlassen. Ist das nicht offensichtlich? Gut, gehen wir. Also, es ist verlassen, aber... Golderz, Eisenerz... Wir werden vermutlich hier Leichen finden. Immer diese Wächter. Alter, diese Wächter.
Wir regenerieren kein Leben, dann Eisplanke und Krustenbrot. Jede Wette, gleich kommt noch einer. Ich speichere vorsichtshalber mal. Warte mal, Hängemoos. Nachtschatten. Bräuchten wir das nicht für irgendwas? Wieder eine Statue dieser Frau. Ja. Hier geht's nicht weiter. Also, entweder da lang oder hier lang. Okay. Nur den einen Gang hier. Erstmal ist eine Sackgasse. Hier kommen wir nicht weiter. Alter! Oder? Yo! Verdammt nochmal! Ein Geist geköpft. Ja, gar kein Ende. Einfach mal ein Geist geköpft. Welt? Ne, Well. Well? Ein Brunnen. Natürlich. Sie brauchen frisches Wasser. Ich rieche es auch. Es müssen die Verlorenen sein. Jemand hat sie in der Nähe des Flusses getötet und sie sind hier in die Kaverne gespült worden. Verdammt. Was tun? Das Wasser, das wir abgezapft haben, reicht höchstens nur für 2 Monde. Es wird genügen. Wie kannst du das wissen? Wir warten jetzt schon 5 Jahre auf die 7. 5 Jahre! Was, wenn der Zyklus zum Ende kommt, bevor wir den letzten Schritt gehen können? Sie ist schwächer geworden, Thea. Ich habe es gespürt. Sie. Malan, beruhige dich. Sie hat gesagt, dass die Eterna kommen wird. Esme? Ja? Ich hatte wieder eine Vision. Sieht so aus, als hätten diese Leute hier lange auf Tara gewartet. Gewartet? Wie meinst du das? Sie bewohnen die Burg schon seit 5 Jahren und haben all die Zeit über auf die 7. gewartet. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Los jetzt, suchen wir weiter. Waldriss Wurzel? Okay. Geht's hier denn überhaupt weiter? Ja, das ist eine Sackgasse, okay. Aber wonach suchen wir hier jetzt? Kitchen. Küche. Ist aber eingestürzt. Ja, du bist im Weg. Esme! Hier ist jetzt offen. Ist da aber auch offen jetzt?
Ah, ist jetzt offen, okay. Bereite mich schon mal vor. Ja, immer diese Wächter. Ja, jetzt lass mich auch mal angreifen. Library? Also Bücherei? Ein Versammlungsraum. Hier müssen die Lesungen stattgefunden haben. Und erbauten die goldene Stadt Kadat. Sie sollte glorreich sein, und glorreich wurde sie. Türme aus Gold strichen die Wolken. Musik erklang aus allen Gassen. Auf den Banketten fand sich nur der frischeste Fisch, das nahrhafteste Brot und die feinsten Gewürze. Jahrzehnte verstrichen, Jahrhunderte. Aber je mehr Zeit ins Land ging, desto mehr ergriff der Trübsinn von den Kadatern Besitz. Die Speisen füllten ihre Bäuche, aber der Genuss blieb aus. Sie hüllten sich in Seidengewänder, aber deren Schönheit schenkte ihnen kein Lächeln. Nein, alles, woran sie denken konnten, war die traurige Sinnlosigkeit ihres Seins. Wofür lohnte es sich zu kämpfen, wenn die Welt keine Makel hatte? Welchen Wert hatten Genüsse, wenn sie im Überfluss vorhanden waren? Wozu ein frohes Leben leben, wenn der Tod nie kam? All diese Gedanken hingen über ihnen wie schwarze Wolken. Sie... Schwester Mildred, willst du die nächste Passage rezitieren? Ich brauche etwas Ruhe. Natürlich, Bruder. Und so war es, dass sie ihren Fehler begriff. Der Mensch war nicht für ewiges Glück bestimmt. Einzig im Momenten wird es ihm gewährt. Der ständige Wandel würde diese ermöglichen. Also zerschlug sie Kadat. Säure regnete vom Himmel. Winde brachten die Pest. Der Boden brach entzwei und riss die goldenen Türme und Häuser in einem Schlund aus Feuer. Und dort, auf der Asche der goldenen Stadt, entstand die neue Ordnung. Sie erschuf den Hass. Sie erschuf den Stolz. Sie erschuf die Angst. Sie erschuf das Leid. Sie erschuf den Kreislauf. Und mit ihm die Hoffnung. Und die neue Saat wurde gesät. Esme? Es ist wieder passiert, oder? Was hast du gesehen? Esme, Frau Wieso, ich? Eine Menge. Dann waren diese Leute hier eine Art... Was, eine Sekte? Das ergibt doch keinen Sinn. Tara war nie religiös. Hast du jemals von diesem Mythos gehört? Von Kadath? Nein. Was hältst du von der Geschichte? Was soll ich davon halten? Ein Mythos eben, wie es tausend andere davon gibt. Dass Tara diesem Unsinn verfallen konnte, verstehe ich nicht. Sie war vieles, aber nicht leichtgläubig. Und nun? Gute Frage. Verdammt, ich verstehe das einfach nicht. Was soll dieser Unsinn? Warum bin ich überhaupt hier im Tempel irgendeiner verdammten Sekte und suche nach meiner ehemaligen Gefährtin? Was zum Henker habe ich falsch gemacht? Ich meine, ich habe es so sehr versucht, verstehst du? Ich wollte für sie da sein, aber scheinbar hat das alles nichts genutzt. Wir alle treffen unsere eigene Entscheidung. Du solltest dir keine Vorwürfe machen. Ich weiß. Manchmal ist es einfach nur so schwer.
Wir brauchen immer noch einen Hinweis, wohin sie verschwunden sind. Kultistenrobe? Set des Nemesis? Nemesis-Handschuhe? Einzelteile? Assassinenharnisch? Verzauberung Geselle? Nehmen wir mal mit. Und du bist Schlüsselexperte? Schatulle? Karte aus Burg Fallstern? Lesen Kadav. Nehme ich mal mit. Esme, ja? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Siehst du das? Das hier sieht mir wie eine. Wie die Küste im Südosten Enderals aus. Zeig. Stimmt. Die alte Stätte, der letzte Schritt. Was zum Henker soll das heißen? Himmel, langsam geht mir dieses Sektengerede wirklich auf den Nerv. Na, glaube ich dir. Ich weiß nicht, aber ich schätze, um das herausfinden, müssen wir nach Dünenheim. Dünenheim? Das ist diese Schürferstadt, oder? Gut, dann brechen wir am besten gleich auf. Hast du eine Teleportrolle zur Hand? Nein. Gut, hier hast du eine. Ich werde aber erst nach Ark zurückkehren und mich dort besser ausrüsten. Wir treffen uns dann so bald wie möglich in Dünenheim. Okay. Aber da gab's noch einen Raum. Und tschüss. Okay, aber dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxdeus. Und ciao.